Liebe Schwestern, liebe Brüder im Glauben, zuallererst möchte ich allen ein großes Dankeschön sagen. Allen, die in dieser Zeit der Pandemie durchhalten, auch wenn es nicht immer leicht war und ist. Allen, die sich gekümmert haben um andere, vor allem um kranke Menschen, um ältere Menschen, um Einsame, sei es leibhaftig oder durch technische Verbindung, durch Gebet, Zuspruch, durch konkrete Hilfe. Danken möchte ich allen jungen Menschen, den Jugendlichen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Seelsorge, im Haupt- und Ehrenamt, den Priestern, den Diakonen für jeden Dienst, für jeden Besuch, für jedes Gebet, jeden Gottesdienst, der dennoch gefeiert wurde und wird. Ich habe von viel Kreativität und Engagement allenthalben im Bistum erfahren. Danken möchte ich auch allen unseren Gläubigen, jung und alt, die sie treu geblieben sind im Gebet, in der realen oder virtuellen Teilnahme am Gottesdienst und auch im Dienst am Nächsten. Ich möchte Ihnen voller persönlichem Vertrauen sagen, Christus ist da und er bleibt da. Er ist das Leben und er ist die Liebe. Und Christus ist auch und gerade in Zeiten der Not da. Er ist uns nahe. Er trägt unser Kreuz mit uns. Und manchmal ist es auch gerade die Not, die uns hilft, ihn neu zu entdecken und ihm neu zu begegnen. Vielleicht rufen wir ja in Notzeiten, erst in Notzeiten, zum ersten Mal in unserem Leben, Herr, rette mich oder Herr, hilf mir. Und zwar so, dass wir es dann auch wirklich meinen, aus ganzem Herzen. Unser Evangelium sagt uns, er, Christus, sorgt sich gerade um die Leidenden. Er ist ja der Kreuzträger. Und wenn Sie fragen, wie sorgt er sich, dann manchmal schickt er uns äußerlich Zeichen. Zeichen der Zuwendung, der Hilfe, des Trostes, der guten Nachricht, andere Menschen sind uns gut, positive Ereignisse und so fort. Manchmal sogar durch reale leibliche Heilung. Aber immer will er uns innerlich berühren und heilen. Er ist ja immer schon da, besonders bei uns Getauften in seinem Geist. Aber er wirkt durch die tiefen inneren Bereiche unserer Seele hindurch, gleichsam von innen nach außen. Er will, dass wir sensibel werden für die zärtliche Sprache seiner Liebe in uns. Und dazu ist es manchmal leider nötig, dass uns all das genommen wird, woran wir uns äußerlich so gerne klammern und oberflächlich so gern festhalten. Unsere Seele ist wie unsere Hände. Wenn sich Hände an was festklammern, sind sie nicht mehr fähig, sich offen und empfangend jemanden entgegenzustrecken. So ist auch unser Herz. Wir gehen auf Weihnachten zu und ich staune wirklich immer wieder neu über das Wunder dieser geweihten Nacht. Gott kommt in die Nacht, er kommt ins Schweigen, ins Dunkel. Er kommt unerkannt, beinahe möchte man sagen, in den hintersten Winkel der Erde. Er kommt zu den Einfachen, den Armen. Er kommt als das verletzlichste, abhängigste Wesen, das wir uns denken können, als ein Baby in die Stille der Nacht, in die Armut der Herzen. Er kommt zu denen, die bereit dafür sind. Und wenn wir uns fragen, von dort her, was diese Pandemiezeit für uns zu bedeuten hat, dann womöglich auch dieses, der liebende, der zärtliche Gott, und auch der Gott, der uns leidenschaftlich sucht, der lässt so etwas zu. Und er lässt es womöglich zu, damit wir in unseren eigenen Dunkelheiten oder in unserem satten Wohlstand oder in unserer nimmermüden Betriebsamkeit oder in unserer Gier nach mehr, damit wir in alledem endlich mal innehalten müssen, still werden, loslassen. Und damit wir dann spüren, dass auf dem Grund unserer Seele die leise Zärtlichkeit des Christuskindes schon da ist und heilsam in unser Leben hineinsprechen will. Damit wir lernen, dass alles, wonach wir streben, was wir suchen, was wir meinen, uns erleisten zu müssen, wonach wir Sehnsucht haben, dass alles das geheimnisvoll schon da ist. Die in Jesus Fleisch gewordene Liebe Gottes, auch in mir und dir. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir gehen auf Weihnachten zu. Und es fällt auch in diesem Corona-Jahr nicht aus. Weihnachten fällt nicht aus, im Gegenteil.
Vielleicht kann ja diese stade Zeit der Vorbereitung zum ersten Mal seit Jahren wirklich Start werden. Oder mehr als sonst zu einer echten Qualitätszeit. Warum? Weil der vorweggenommene Konsum- und Weihnachtstrubel diesmal deutlich kleiner ausfällt. Vielleicht entdecken Sie dann Ihr Haus, Ihre Familie, Ihren Freundeskreis neu als Hauskirche. Vielleicht beten und singen Sie mal miteinander. Werden Sie still miteinander? Haben Sie Zeit und Herzen füreinander? Gehen Sie so miteinander auf das Weihnachtsgeheimnis zu. Vielleicht üben Sie täglich ein kleines Ritual miteinander oder wenn Sie allein leben für sich selbst, indem Sie zum Beispiel jeden Abend ein Adventslied singen, ein Gebet sprechen, im Evangelium lesen. Oder schön kann es sein, sich jeden Abend zu erinnern oder einander zu erzählen, wo und durch wen Sie heute die Liebe Gottes erleben konnten. Hilfreich kann auch eine kleine Adventsecke in Ihrer Wohnung sein, um die Sie sich versammeln und die Sie immer wieder neu gestalten mit adventlichen Symbolen. Auch auf der Homepage unseres Bistums finden Sie zahlreiche praktische Vorschläge für die Adventszeit, für den Heiligen Abend und die Weihnachtszeit. Und viele Pfarreien bieten darüber hinaus Anregungen in ihren Pfarrbriefen an. Also ja, und bitte nutzen Sie jede Gelegenheit, wenn es Ihnen möglich ist, auch leibhaftig zum Gottesdienst zu kommen und zum Gebet, zu Andachten, zu Krippenfeiern. Und leisten Sie auch leibhaftige Hilfe denen, die Sie brauchen, wenn es möglich ist, und denen, die in Not sind. Glaube braucht nämlich Gemeinschaft, leibhaftige Gemeinschaft. Und er braucht auch unser ruhiges Bleiben bei ihm im Gebet. Und so wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen einen gesegneten Weg durch die stille Zeit des Advents. Ihr Bischof Stefan Oster aus Passau.